Ein harmloses Spiel unter Teenagern ist für den 18-jährigen Felix der Anfang einer folgenschweren Nacht. Wer traut sich, seine Nachbarn zu küssen? Wer sich nicht traut, der trinkt einen Shot. Oh, scheiße, das nenne ich einen Kuss, Jungs. Geht's noch? Ist nicht das, wonach es aussieht. Doch der Morgen danach wird für meinen Mandanten noch viel schlimmer. Restalkohol 1,2 Promille. Sie stehen im Verdacht, heute Nacht ihre Freundin Lea Behring auf der Landstraße angefahren und schwer verletzt liegen gelassen zu haben. Was? Lea? Einer der Jugendlichen muss dem Mädchen an diesem Partyabend gefolgt sein. Aber wer? Mein Name ist Stefan Lukas und ich werde genau das herausfinden. Hallo, Polizei? Würden Sie mal aussteigen und Führerschein, Fahrzeugschein vorzeigen? Oh, schaut auch nicht gut aus. Wo stehe ich denn hier? Da, wo Sie vor Ihrem Nickerchen den Wagen abgeparkt haben, Herr Preuß. Olli, holst du mal den Alkomaten? Wozu das denn? Hier riecht mir ein ganzes Schnapsfass. Schau direkt. Schauen wir mal das Auto an. Bitte einmal kräftig pusten. Okay. Alle Achtung! Restalkohol 1,2 Promille. Kein Wunder, dass Sie sich an nichts mehr erinnern können. Aber ich hab den Wagen hier nicht geparkt. Dann hätte ich ja besoffen fahren müssen. Und das bin ich nicht. Vorne links ist eine Delle. Sieht aus, wie wenn wir das Tatfahrzeug hätten. Und den Täter haben wir wohl auch. Wovon reden Sie? Können Sie mir nicht endlich sagen, was hier los ist? Sie stehen im Verdacht, heute Nacht ihre Freundin Lea Behring auf der Landstraße angefahren und schwer verletzt liegen gelassen zu haben. Was? Lea? Nee. Aber ich muss zu ihr. Nein, Sie kommen mit uns. Wo ist Lea? Felix hat den Familienanwalt Stefan Lukas informiert und ihn zur Dienststelle gebeten. Drücken Sie hier noch eine Weile drauf. Felix, ich bin so schnell gekommen, wie es nur ging. Hallo. Oh, gut, dass Sie da sind. Gibt's schon irgendwas Neues von Lea? Lea ist immer noch bewusstlos. Aber die Ärzte sagen, sie ist am Berg. Oh, Mann. Wissen Sie, wann wir mit Ergebnissen rechnen? Ungefähr heute Nachmittag. Prima. Na, das ist doch was. Danke, Wiederschauen. Wo hat man Lea eigentlich gefunden? Naja. Die Polizei hat sie gegen 35 auf der Landstraße gefunden. Der Vater von ihr hatte der Polizei gemeldet, dass sie verschwunden ist. Sie lag auf der Landstraße, auf der nicht unweit davon entfernt sich auch ihr Fahrzeug befand. Mann, scheiße. Am liebsten will ich sofort zu ihr. Aber nein, ich muss ja hier rumhocken. Das verstehe ich. Aber wir müssen erst mal rausfinden, was wirklich in der Nacht von Samstag auf Sonntag passiert ist. Also, Felix. Ja, ich... Wie fing alles an? Ja, ich war bei ein paar Kumpels. Leon und Simon hatten sturmfreie Bude. Und da haben wir uns dann zum Chillen getroffen. Zum Chillen. Wer ist wir? Ja, außer mir, Leon und Simon Eschenberg waren dann noch ihre Kumpels, Gaucho und Schiffer. Ja, und halt Miriam, meine Ex-Freundin. Okay, sie waren da zusammen, um was zu trinken und haben ziemlich viel getrunken. Ja, aber danach bin ich nicht mehr gefahren, das schwöre ich. Ich habe den Wagen dann vorm Haus geparkt und theoretisch hätte jeder damit fahren können. Ich lasse nämlich immer die Schlüssel stecken. Und das wussten auch Ihre Kumpel? Ja, klar. Die wissen alle, dass ich von diesem Eigentumsgetue nicht viel halte. Das war so um 2 Uhr. Da hat mir dann schon einiges getrunken. Oh, fuck. Na? Heute Strohwitwe? Oder ist das Strohfeuer schon wieder erloschen? Mira, bitte. Lass es einfach. Na? Was sagt ihr hierzu? Ist das gut oder ist das gut? Ich dachte, wir sind heute trocken. Aber dafür darf ich mir jetzt auch das Spiel aussuchen. Wir spielen Wer traut sich? Super Idee, aber du fängst an. Felix, komm her. Meinetwegen. Worum geht's? Wir spielen Wer traut sich. Okay. Geh schon. Dann ihre Freundin Lea war nicht mit dabei. Sie wollte mit und sie hat sich auch schon mega gefreut. Nur ihr Vater hat sie dann doch nicht erlaubt. Und irgendwie stand sie dann doch plötzlich da. Also, wer traut sich, seine Nachbarn zu küssen? Oh Gott, ja, bestimmt. Wer sich nicht traut, der trinkt einen Shot. Ja. Komm, du warst doch sonst nicht so eine Schlaftablette.
Küssen meint Küssen. Sonst gibt's auch keine Belohnung. Oh. Alter, das nenne ich einen Kuss, Mann. Geht's noch? Nein, Lea. Was machst du denn hier? Ist nicht das, wonach es aussieht. Lea, es ist nur ein Spiel, wirklich. Es ist nur ein Spiel. Wirklich. Komm, Lea, lass uns nach draußen gehen. Ja, das mache ich, aber ohne dich. Viel Spaß noch bei deinem Scheißspiel. Süße, komm schon. Nein, lass mich in Ruhe, ruf mich nie wieder an. Wäre ich Lea doch mal hinterhergegangen, dann wäre das alles nicht passiert. Jetzt stopp, mal nicht aufregen. Wir müssen rausfinden, wer den Unfall verursacht hat. Wann hat Lea das Haus verlassen? Wissen Sie das noch? Das war so 14:45. Aber ich war dann so sauer auf mich und hatte Bock auf gar nichts mehr. Okay, was haben Sie dann gemacht? Ich habe mir dann den restlichen Wodka geschnappt, mir die Kante gegeben und mich hinten in den Bus gepackt, um zu pennen. Das ist jetzt wichtig. Sie sagen, Sie haben sich hinten in den Bus gepackt. Die Polizei hat Sie aber morgens auf dem Fahrersitz gefunden. Mann, was weiß ich? Nein, ich meine, ja, aber keine Ahnung, wie ich da hingekommen bin. Ich kann mich zwar nicht mehr an alles erinnern, aber ich bin mir absolut sicher, dass ich mich hinten in den Bus gelegt habe und nicht auf der Landstraße geparkt habe, sondern vor dem Haus von Simon und Leon. Ach, Herr Lukas, schönen guten Tag. Auch ich, schön, Sie wiederzusehen. Grüß Sie. Wie Sie sich sicher denken können, bin ich der ermittelnde Beamte in diesem Fall. Ja, es wird Sie sicherlich interessieren, dass wir den Bus Ihres Mandanten bei den Kollegen der Kriminaltechnik haben, um herauszufinden, ob es sich bei dem Wagen um das Unfallfahrzeug handelt oder nicht. Ja, schön, aber selbst wenn sich herausstellen sollte, dass es sich um den Unfallwagen handelt, dann heißt es doch nicht, dass mein Mandant den Wagen auch gesteuert hat. Mein Mandant erinnert sich nicht daran, den Wagen gefahren zu haben. Dann stellt sich mir aber die Frage, woher die Beule in der Fahrzeugfront kommt. Die habe ich mir beim Supermarkt eingefahren, als ich gegen so einen Betonpfeiler da gebrettert bin. Aha. Wann soll das gewesen sein? Und weshalb liegt mir da kein Unfallbericht vor? Das war vor drei Tagen. Und ich habe den Unfall nicht angezeigt, weil niemand geschädigt wurde. Herr Preuß, steht hier Bestseller-Autor auf meiner Stirn. Ich kann ganze Bücher füllen mit den Ausreden, die ich während meiner Dienstzeit gehört habe. Das war keine Ausrede. Herr Aurich, Sie sind doch ein alter Hase. Stichwort Unschuldsvermutung. Es ist auch nicht erwiesen, dass mein Mandant die Tat begangen hat. Ha? Ich verspreche, ich werde herausfinden, wer den Wagen dieser Nacht gesteuert hat. Lea, kannst du mich hören? Kannst du verstehen, was ich sage? Bitte, du musst wieder aufwachen. Ist doch alles, was ich noch habe. Ich wollte nicht stören, ich wollte das hier nur kurz vorbeibringen. Komm doch rein. Wie geht es ihr denn? Ihr Zustand ist stabil. Die Ärzte haben mir Hoffnung gemacht, dass sie bald wieder aufwacht. Ich habe ihr ausdrücklich verboten, auf diese Party zu gehen. Aber sie hat sich nachts einfach davongeschlichen. Ich habe ihr immer wieder gesagt, dass dieser Felix kein Umgang für sie ist. Sie hat ja auch ganz andere Interessen. Und jetzt denke ich manchmal, ich erkenne sie gar nicht mehr wieder. Mit dir wäre das nicht passiert. Nein, wahrscheinlich nicht. Ich muss dann auch mal wieder. Tschüss. Tschüss. Danke, dass du da warst. I'll stand by you. I'll stand by you. Was suchst denn du hier? Herr Behring, bitte. Ich möchte doch nur kurz zu Lea und wissen, wie es ihr geht. Wenn du nicht gewesen wärst, wäre das alles nicht passiert. Dass sie da drin liegt, das ist nur deine Schuld. Meine Schuld? Ich glaube eher, dass es ihre Schuld ist. Das wäre bloß nicht frech. Das stimmt doch. Hätten Sie Lea nicht verboten, mit zu Leon und Simon zu kommen, hätten wir uns nicht gestritten. Und Lea wäre nie und nimmer nachts alleine auf der Landstraße nach Hause gelaufen. Also hören Sie auf, mir den schwarzen Peter in die Schuhe zu schieben. Jetzt hör auf, diesen Blödsinn zu reden. Ja? Lea liegt da drin und rührt sich nicht und du. Hey, stopp! Was soll denn das? Ich nehme an, Sie sind Leas Vater. Lutz Behring. Stefan Lukas, ich bin der Anwalt von Felix. Mensch, mir ist doch klar, dass Sie beide sich große Sorgen machen, aber so hat das doch keinen Sinn. Dem da rate ich, dass er sich nie wieder in der Nähe meiner Tochter blicken lässt. Bei allem Verständnis, Sie sind sehr schnell mit Vorverurteilungen. Mein Mandant sagt bislang, dass er Ihrer Tochter nichts angetan hat. Ja,
Ja, das müssen Sie sagen. Sie sind ja sein Anwalt. Ich muss gar nichts sagen. Aber bislang ist seine Schuld nicht bewiesen. Ich würde Sie gerne nächstes einfach mal anrufen. Einverstanden. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Wir schauen. Wieder schauen. Und wir gehen jetzt besser. Kommen Sie. Sie tun mir echt leid. Über mich wissen Sie echt überhaupt nichts. Und über Ihre Tochter anscheinend auch nicht. Und wir gehen jetzt besser. So, ich habe gerade mit Kommissar Aurich gesprochen. Der Busfahrer hat bestätigt, dass die übrigen Partygäste alle mit dem letzten Bus zurück in die Stadt gefahren sind. Das heißt, nach 2:30 waren im Haus nur die beiden Gastgeber, dann mein Mandant, der Felix, und seine Ex-Freundin, die Mirja. Und der Felix soll, so hat mir Aurich gesagt, 1,2 Promille gehabt haben. Alles nicht gerade günstig für ihn. Und deshalb ist es so wichtig, jetzt nochmal alle Details des Abends zu überprüfen, um hoffentlich Entlastendes für meinen Mandanten zu finden. Und ich habe mich jetzt deshalb mal mit den beiden Brüdern, also den beiden Gastgebern und der Mirja hier in dem Café verabredet, in dem die Mirja als Azubi arbeitet. So, das sind dann die zwei Kaffee und für Sie der Kaba. Es dauert noch ungefähr 10 Minuten und dann kann ich auch Pause machen. Ich rede erst mal mit den beiden Jungs. Bis gleich. So, die Getränke. Dankeschön. Und danke nochmal, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Kein Thema. Bei mir gibt's eben den besten Kaffee in Zaun. Worum geht's? Ich wollte mit euch ganz gerne noch einen Abend sprechen, an dem Lea verunglückt ist. Okay. Schießen Sie los, was wollen Sie wissen? Also an dem Abend, da haben Sie beide sich Freunde eingeladen gehabt, um mit denen ein bisschen zu trinken, richtig? Mhm. Wir haben Wer traut sich gespielt und bei dem Spiel musste Felix mit seiner Ex Mira rumknutschen. Da ist Lea total ausgerastet. Dabei war alles nur ein Spiel, also finde ich. Na gut, was Lea offensichtlich anders gesehen hat, ne? Klar, sonst wäre sie ja nicht so auf Mira losgegangen, oder? Ach, Lea ist auf Mira losgegangen. Ja, und da haben wir Lea danach rausgeschickt. Die Stimmung war danach total mies. Schiffer und Gaucho sind sofort abgehauen und Felix hat sich voll die Kante gegeben. Der Abend war einfach gelaufen. Ja, verstehe. Haben Sie gesehen, wann dann der Wagen vom Felix weggefahren wurde und vor allem wer den Wagen weggefahren hat? Keine Ahnung, sorry. Ich weiß nur, dass Mirja als letztes abgehauen ist und wir sind so gegen 3 Uhr pennen gegangen. Und der Felix, wann ist der gegangen? Irgendwann dazwischen. Dazwischen irgendwann. Das heißt, was sich draußen abgespielt hatte, das haben Sie gar nicht gesehen? Ja, wir haben ziemlich gezankt, war dementsprechend voll. War's das? Ja, erstmal. Danke. Danke. Tschüss. Tschüss. Also die beiden wissen viel mehr, als sie mir gesagt haben. Das war, glaube ich, offensichtlich. Das macht die beiden auch so verdächtig. Aber auch Mirja ist für mich verdächtig. Ich habe sie gerade gehört. Sie war die Letzte, die das Haus verlassen hat. Und sie ist die Ex-Freundin meines Mandanten. Das hat der Felix mir zwischenzeitlich gesteckt. Er hatte Mirja verlassen, um dann mit Lea zusammenzukommen. Das heißt, bei Mirja könnte natürlich Eifersucht ein großes Motiv gewesen sein. Sie könnte die Tat begangen haben, um ihre Rivalin aus dem Weg zu schaffen. Und deshalb bin ich mal so gespannt auf Ihre Version der Geschichte. Geht's dir gut, mein Engel? Ich bin ja so froh, dass du wieder wach bist. Die Blumen sind von Emil. Er war gleich da, um sich nach dir zu erkundigen. Ich lass dir mal mein Handy da. Vielleicht magst du ihn ja mal anrufen. Hm? Er wird sich sicher riesig freuen, von dir zu hören, dass es dir wieder besser geht. Papa, mit Emil ist Schluss. Ich bin jetzt mit Felix zusammen. Vergiss ihn, Lea. Ohne ihn wäre das alles nicht passiert. Ohne ihn würdest du gar nicht hier liegen. Das glaube ich nicht. Das kann nicht sein. Stimmt aber. Sogar die Polizei verdächtigt ihn. Sein Bus stand früh morgens an der Landstraße ganz in der Nähe von der Stelle, wo man dich gefunden hat. Und er saß hinterm Steuer, immer noch volltrunken. Also sag mir, wer soll's denn sonst gewesen sein? Ich weiß es nicht. Ich bin die Landstraße zurück nach Hause gelaufen. Ja, und dann? Was ist dann passiert? Dann bin ich hier aufgewacht. Papa! Was ist denn los? Ich spüre meine Beine nicht mehr. Papa! Schwester! Dann haben Sie dieses Kussspiel vorgeschlagen, ja? Es ist kein Kussspiel. Das Spiel heißt, wer traut sich? Jeder überlegt sich eine Aufgabe und wer das nicht hinbekommt, der trinkt einen Shot. Es ist kein Grund für Lea, da so abzugehen. Entschuldigung, sie hat gesehen, wie Sie Ihren Freund küssen, ne? Ich frage mich ja schon, was Sie damit bezweckt haben. Das war doch nur ein Kuss, das hat doch nichts zu bedeuten. Es hat Ihnen immerhin so viel bedeutet, dass Sie dann Lea gefolgt sind. Wer hat das denn behauptet? So ein Quatsch! Lea hat mich abgepasst und angegriffen, obwohl ich nur auf dem Weg zum Klo war. Also stimmt's nicht, dass Sie versucht haben, Ihren Ex-Freund zurückzuerobern? Ich meine, mit Felix waren Sie ja immerhin zusammen. Felix ist schon eine lange Geschichte, glauben Sie mir.
Wieso wollen Sie das eigentlich alles so genau wissen? Weil ich mich schon frage, warum Sie Ihren Freund leidenschaftlich geküsst haben. Kann es sein, dass Sie eifersüchtig auf Lea sind, weil sie damals der Grund war, warum Felix sich von Ihnen getrennt hatte? Eifersüchtig? Nein. Obwohl ich nicht so ganz nachvollziehen kann, was Felix an der da findet. Kommen wir vielleicht zu Ihrer Heimfahrt. Also Sie haben dann das Haus der Eschenbergs verlassen, der letzte Linienbus war weg. Da frage ich mich schon, wie Sie heimgefahren sind. Mit dem Bus von Felix? Netter Versuch, aber nein. Ich habe seit einem halben Jahr ungefähr meinen Führerschein und kann so ein Ding gar nicht fahren. Außerdem habe ich mein eigenes Auto, einen roten Polo. Das heißt, mit dem sind Sie dann heimgefahren, obwohl Sie getrunken hatten? So viel war das jetzt auch wieder nicht. Was hätte ich denn machen sollen? Finde ich schon ziemlich arm, ehrlich gesagt. Es gab ja sicherlich andere Möglichkeiten, die weniger gefährlich für die Beteiligten gewesen wären. Als Sie raus sind, war der Bus von Felix dann noch da oder war er weg? Nee, der war schon weg. Also ich bin ja nicht blind. Mirja will ganz klar immer noch was von Felix. Deshalb kann ich mir gut vorstellen, dass Mirja in der besagten Nacht auf ihrem Heimweg Lea auf der Straße gesehen hat, dann mit ihrem Wagen angefahren hat. Das heißt, Mirja kommt für mich ganz klar als Täterin betrachten. Deswegen sollte man auch ihren Wagen mal auf Spuren untersuchen. Und genau das werde ich jetzt Kommissar Aurich verklickern. Ja, bitte? Aurich. Herr Lukas, das ging aber schnell. Bin gut durchgekommen, ja. Grüß Sie, darf ich Ihnen was zum Trinken anbieten? Nein, vielen Dank. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich würde sehr gerne mal kurz in die Akte reinschauen, wenn es möglich ist. Ja, tun Sie sich keinen Zwang an. Die haben wir hier. Bitte schön. Dankeschön, danke. Also, wenn ich den Unfallbericht richtig verstehe, dann wurde Lea auf der linken Fahrbahnseite von der Landstraße angefahren, also auf der Gegenspur. Aber das heißt doch dann, dass das Tatfahrzeug in Richtung des Hauses der Eschenbergs unterwegs gewesen sein muss und eben nicht in Richtung Stadt. Ja, das ist richtig. Aber vielleicht ist es ja auch so, dass Ihr Mandant vom Haus der Eschenbergs kommend Sie gesehen, erkannt, daraufhin gewendet und aufgrund des hohen Alkoholpegels Sie angefahren hat. Das Ergebnis der kriminaltechnischen Untersuchung liegt noch nicht vor, ne? Dass wir mal sicher wissen, ob der Wagen meines Mandanten überhaupt in den Unfall verwickelt war. Haben Sie mal über meine Überlegungen vorhin beim Telefonat nachgedacht, dass vielleicht Mirja Becker die Täterin gewesen sein könnte? Ich meine, hätte sie ein Motiv? Eifersucht? Aufgrund Ihres Anrufs habe ich die Kollegen von der Kriminaltechnik darauf angesetzt, das Fahrzeug zu untersuchen von Frau Becker. Wir werden sehen, was das bringt. Aber Sie haben ja die Akte. Blättern Sie noch ein bisschen weiter. Sie werden überrascht sein. Ihr Mandant hat Ihnen mit Sicherheit nicht alles erzählt. Wovon Sie hinaus? Tja, Herr Preuß ist nicht das unbeschriebene Blatt, für das Sie ihn halten. Er war in einen ähnlichen Fall auch schon vor ein paar Jahren verwickelt. Naja, Ihr Mandant ist mit 15 betrunken Moped gefahren und hat einen Unfall verursacht. Damals wurde allerdings niemand verletzt. Also keine Ahnung, warum mir mein Mandant diesen Vorfall von damals verschwiegen hat. Ich meine, die Information ist auch wichtig. Ich meine, was denkt er sich, wie ich ihn da bestmöglich verteidigen soll? Am Ende ist er nicht so unschuldig, wie er vorgeht. Am Ende ist er ein Wiederholungstäter. Das kann ich nach der Information nicht mehr ausschließen. Ich muss ihn dringend sprechen. Auf dem Weg zu dem Treffen mit seinem Mandanten informiert sich Stefan Lukas bei Leas Vater über den Zustand der 17-Jährigen. Ah, das klingt überhaupt nicht gut. Das hat der Arzt gesagt. Und genauer ist er da nicht geworden. Ja? Hallo. Na, ja, ich hoffe da mal, dass es bald zu Nachuntersuchungen kommt. Was ist denn mit Lea? Ja, klar, ich würde dann gern vorbeikommen. Gut, dann warte ich mal bis morgen. Sie melden sich, Herr Behring, danke. Tschüss. Gibt's was Neues? Wie geht es ihr? Lea ist aus dem Koma aufgewacht. Das Problem ist, sie kann ihre Beine nicht spüren. Was? Ich hätte gerne Cola, hallo nochmal. Lea! Wasser? Wasser. Und Wasser noch, ja? Nein! Heißt es... Ja, keine Ahnung, was es heißt. Die Ärzte geben keine Prognose ab. Mann, nein! Ich muss zu ihr! Moment mal, ich habe Herrn Behring versprochen, dass momentan gar keiner zu ihr geht. Er will erst mal, dass sie das Ganze ein bisschen verdaut, ein bisschen zu sich kommt. Und ganz ehrlich, Felix, Sie wären der Letzte, der ihn jetzt bei seiner Tochter sehen möchte. Aber warum habe ich in der Nacht nur so viel getrunken und bin ihr nicht hinterhergelaufen? Ich war nur so sauer auf Lea, weil sie mir nicht zugehört hat. Und auf mich. Und warum habe ich mich auf dieses Scheißspiel eingelassen? Scheiße. Das ist alles meine Schuld. Die Polizei tut alles, um den wahren Täter zu finden. Felix, schauen Sie mich bitte mal ganz kurz an. Sind Sie immer noch sicher, dass Sie Lea nicht hinterhergefahren sind? Ja, ich meine, daran würde ich mich doch erinnern, oder nicht?
Ich meine zumindest teilweise. Und ich könnte Ihnen nie etwas antun. Das müssen Sie mir glauben. Ich weiß nicht, was ich glauben muss. Das ist mein großes Problem, Felix. Sie haben mir eine ganz wichtige Information vorenthalten. Sie hat schon mal einen Unfall. Unter Alkoholeinfluss, mit dem Mofa. Aber das war vor 3 Jahren. Das ist doch egal. Sie hätten es mir sagen müssen, haben Sie aber nicht gemacht. Also, was ist damals passiert? Meine Eltern, denen ging es finanziell nicht so gut. Da habe ich 2 Monate in so einer Pizzeria da geschuftet, um ihnen ein bisschen unter die Arme zu greifen. Blöderweise habe ich dann so eine wichtige Prüfung in der Schule verhauen. Da war ich dann stinksauer. So stinksauer, dass sie das Mofa genommen haben und besoffen rumgefahren sind, ja? Ja. Es ist egal, was vorher war. Man hat nicht besoffen rumzufahren, ne? Sie gefährden andere damit. Ist Ihnen das eigentlich klar? Meinen Sie, es war in der Unfallnacht wieder so? Ja, das ist meine große Sorge. Es kann doch sein, dass Sie dann wieder getrunken haben und gefahren sind. Also wenn Sie wirklich solche Alkoholprobleme haben, dann müssen Sie dagegen was tun. Ich kann Ihnen da gerne einen Kontakt vermitteln. Also, ich melde mich bei Ihnen, sobald ich mit Lea gesprochen habe. Wollen wir so verbleiben? Felix, Cola bestelle ich ab. Tschüss. Also, es hat zwar ein bisschen gedauert, aber ich denke, dass mein Mandant jetzt aufrichtig war. Probleme betäubt er mit Alkohol. So sieht's wohl leider aus. Und das ist natürlich für Kommissar Aurich ein gefundenes Fressen, was seine Tätertheorie anbelangt. Es spricht momentan so viel gegen meinen Mandant, dass man leider feststellen muss, alles steuert in Richtung Anklage. Und das muss ich verhindern. Da hoffe ich, dass mir morgen das Gespräch mit Lea weiterhilft.